Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid 3. Ja, wir sind immer noch hier im Volgenkampf, ne? Und, das ist komisch. Ich habe keine Ahnung, wie man ihn besiegen soll. Irgendwie, manchmal funktioniert das, manchmal nicht. Das hört sich so an. Ach so! Meine Munition. Ich glaube. Boah, Alter, die Musik ist so laut. Ich glaube, die Munition zieht quasi die Blitze an. Weil dann sind die immer so entladen. Der hat ja auch immer. Ich habe mich mal gefragt, warum er so Patronen zwischen den Fingern hat. Der entzieht den quasi die Patronen. Ah, jetzt habe ich es erst verstanden. Okay, das heißt, ich darf keine Waffe ausgerüstet haben oder sowas. Aha. Aber warum kann ich ihn nicht treffen? Doch komisch. Nee, irgendwie funktioniert das nicht. Ha! Gott, was war das? Ich meine, okay, ich weiß, dass ich die Waffe weglegen muss, aber irgendwie. Bringt mir das auch nichts. Der macht einen Matrix, Alter. Ich verstehe das nicht. Muss ich irgendwie. Warte mal. Versuch mal was. Mit dem Messer passiert ja wahrscheinlich auch nichts, ne? Los, baller mal. Zack. Zack. Mach mal. Hat er wieder wunderbar funktioniert. Ich verstehe den Boss gerade ernsthaft nicht. Wieso habe ich ihm. Aha. Okay, warte mal, dann versuchen wir ein bisschen um ihn rumzulaufen. Boah, für ein guter Plan. Okay, das funktioniert. Ja, jetzt war ein bisschen zu langsam natürlich. Ach, ich bin aber auch. Jetzt bin ich wieder unkonzentriert. Mein Gott. Hör mal auf damit. Ich glaube auch eher so semi-erfolgreich. Ich habe sowieso viel zu wenig Zeit, Mann. Okay, ich kann ihn währenddessen treffen. Irgendwie ist das auch nur so. Ich weiß nicht. Ich hab doch auch noch. Warte mal. Hab ich nicht noch eine Schrotze? Hä? Den hab ich doch gerade gesehen. Hä? Bin ich doof? Da. So, warte mal. Dann lege ich mal. Die Tranquilizer ja nicht weglegen, hat man, ne? Da probieren wir mal. LOL! Das war ein Insta-Kill! Jetzt ernsthaft? LOL! Shoot him! Do you hear me? I said shoot him! Sorry, Colonel. I'm afraid I can't do that. What do you mean you can't? I made a promise to the boss.
Silence! I am your commanding officer. Are you questioning my authority? Fight like a man, Volgin. Volgin? Emergency. Explosives have been detected. All non-EOD personnel must evacuate immediately. Ocelot! Find those bombs! Repeat. Explosives have been detected. All non-EOD personnel must evacuate immediately. Move it! Huh. Ready for some more snake? Ernsthaft? Achso, ich habe ihm nur die Hälfte abgezogen. Ah, das ist der Witz der Sache hier. Okay, das ist ja kein Problem. Dann jage ich ihm einfach nochmal. Strotze ins Gesicht, wa? Ich bin gleich tot, merke ich gerade. Moment. Schusswunde, Blutung, Verband. Schusswunde, ich guck einfach nur, wo Schusswunde draufsteht. Warte, was ist da? Schusswunde, also wieder. Schusswunde. Schusswunde. Schusswunde im Kopf, jo, schön. Bin wieder irgendwie so ein bisschen durcheinander gerade, ne? Nice. So, ich glaube, dann werde ich jetzt tatsächlich mal... Ich habe nämlich keinen Bock, jetzt noch zu sterben, hier muss ich ganz ehrlich zugeben. Hier eine Lebensmedizin nehmen. Oh, mein Gott. Schwuppidubi bringt ja viel. Uh oh. Oh, es hat funktioniert. Ich habe noch 17 Schuss, oh mein Gott. Schade! Ich bin gleich tot. Scheiße! Das ist jetzt doof. Das ist ganz doof. Das ist doch nicht doof. Das Problem ist, ich habe trotzdem nur 3 Sekunden. Everybody run!
quick! Hurry! We're all gonna die! We all... Evacuate! Job to do. The boss is already at the lake. Huh? She's at the lake. She's waiting for you there. Waiting for me? I was hoping I wouldn't have to tell you. I don't want you to fight her. But I've come to realize that there's a special relationship between you two. Something I can't understand. Something that goes beyond a man and a woman. I envy you. Really, I do. But I guess I just can't understand it. She asked me to tell you something. I've never seen someone with such clear eyes. There. I said it. Ready to go? Yeah. Scheiße. Oh mein Gott. Oh, Medigear 1, ich erinnere mich. Moment. Unendlich Munition habe ich. Geil. Was soll ich denn jetzt machen? Oh mein Gott. Warte mal, ich hab doch noch mein Rocket Launcher dabei, oder nicht? Ich hab die aus Versehen abgelegt vorhin, ne? Hä? Moment. Wo ist mein Rocket Launcher, wenn ich ihn mehr brauche? Da. Hä? Was ablegen deine Mutter? Ach, aber die hier oben konnte ich noch ausrüsten, oder was? Achso, die war ausge... Ich bin dumm. Ich bin dumm. Hab irgendwie die Knüppel verwechselt. Sogar da habe ich unendlich Munition. Wie geil ist das denn? Na dann. Pew, bam. Bringt gar nichts. Geht das irgendwie?
Kann ich ihn kaputt machen? Oh. Moment. Ach, voll in die Beine. Buff. Buff. Daneben. Double Kill. Egal. In dem Spiel bin ich trotz auch was Entfernung, habe ich schon festgestellt. Oder auch nicht. Ist aber langsam die Waffe, ey. Ich habe ihm schon ein bisschen Schaden gemacht. Ich verstehe nicht wie. Ich meine, ich kann mir ja wieder einen Rocket Launcher reindrücken, ne? So ist es ja nicht. Ich habe Eva getötet. Oder Eva Schaden gemacht. Wie macht man denn den Shadow Head kaputt? Oder soll ich ihn gar nicht kaputt machen? Eieiei. Muss jetzt nochmal gegen Ocelot kämpfen. Okay. Wie gechillt Snake doch mal auf dem Ding sitzt. Du da oben kannst auch mal weg. Man hat übrigens gebellt, ne? Eben, ich hoffe, ich habe dran gedacht, das rauszuschneiden. Wahrscheinlich habe ich sowieso nicht dran gedacht. Aber hey. Wow!
Rocket Launcher! Au! Danke. Prima! Lass doch in diesen Scheißladen hier verlassen, Alter. Start- und Landebahn. Kann mich gar nicht daran erinnern. Da waren wir die. Gab sicherlich eine Gebiete, in denen ich nie war. Was soll ich denn noch machen, Mann? Lass mal die kleinen Wagen hier wegmachen, wa? Doch egal, wenn ich Leute töte. Man kann ja sagen, was man will, ne? Aber die Enten in Metal Gear Spielen sind immer geil. Obwohl, in Metal Gear 1 und 2 vielleicht noch nicht. Aber seid solid. Schneller. Hä? Ja, gar kein Ende hier. Machen wir so, ne? Geht ein bisschen schneller. Oh! Double Kill. Der letzte. Ich hoffe es. Weiter jetzt.
Ist eigentlich eine ganz schöne Sache, dass ich unendlich Raketen habe, ne, aber... Dann müssen wir uns mal um den Kollegen da kümmern. Ich hab keine Ahnung, wie ich ihn besiegen soll, Mann. Oh oh, Moment. Gut, ne? Ich habe auch keine Nahkampfwaffe mehr ausgerüstet, ne? Hey. Warte mal, Rucksack, Waffe. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Ich fange jetzt die dicken Geschütze aus, ey. Ich will mal die hier gerade ausprobieren. Ja, egal. Weil damit kann ich besser zielen und ich will mal was gucken. Da irgendwie raufballern, das ist verdächtig. Aua. Wie mache ich den kaputt? Boah! Ja, Mann. Ich muss mal wen anrufen. Hier, du bist doch der Experte, Mann. Snake, the C3 exploded without a hitch. Yeah, but the hangar is still intact. The explosion was smaller than what we had hoped for because the fuel tanks didn't catch on fire. But the fuel tanks were definitely... Remember how the enemy spotted the C3 while you were busy with Vulcan? They must have called in the EOD to remove the fuel from the tanks then. But still, the C3 alone should have been enough to take out the manufacturing line. That'll probably be the last one they'll ever make. You succeeded in preventing its mass production. Now you just have to do something about the one that Vulcan is riding in. It's all yours. Das ist nett, du Arsch. Snake, if you can take out the Shaggerhod that Vulcan is in the bridge. Ach so, ja, ich sollte ihn ja auf der Brücke. Ich wieder völlig vergessen. Dann muss ich mich ja theoretisch. Dann muss ich mich. Ach, jetzt sind wir schon da, oder was? Ja. Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir uns ja eigentlich nur um die Raketen kümmern wahrscheinlich. Alter Schwede! Es hört aber auch nicht auf. Eieieiei. Okay. Kriegen wir hin.
with 2 C3 charges. Keep your aim steady. Moment. Moment, ich hab Angst. Warte mal. Zum einen. Wie zoome ich denn nochmal? Da. Da ist er doch schon, ja. Okay, da. Das ist ein Weg. Oh oh. Das Ding war im Weg, da konnte ich leider nicht ballern. Wie denn? Oh Gott. Okay, okay, okay. Boah, die Mucke. What the fuck? Cool, kurz keine Waffe ausrüsten. Das ist natürlich auch wieder eine schöne Sache. Okay. Vor allem, ich habe ja schon ein bisschen Schaden gemacht. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ah. Die Kniescheiben. Lol, tatsächlich die Kniescheiben. Warte mal. Warte, das dauert mir zu lange. Okay, ich muss tatsächlich die Räder da treffen, glaube ich. Ich verstehe es nicht. Aber wo muss ich denn dann hinballern? Ist ja gar nicht stehen geblieben. Der durch die Gegend hier. Auf einer Seite funktioniert das nicht.
Ich hab unendlich Ammo, Mann. Ey, du sollst hier wechseln, Mann. Scheiße. Aha. Okay, dann muss ich ein Rad abschießen. Ein Rad abschießen. Und dann diesen Kopf da oben. Tatsächlich. Ja, ich fokusse mich, keine Sorge. Oh, das war ein Volltreffer. Scheiße. Ah! Gott, ich treffe ja gar nichts mehr. Ah. Oh. Hab's noch kaputt gekriegt, glaube ich. Alter, was ist passiert hier gerade? Du musst dich umdrehen. Scheiße. Eieiei. Na. Ich hasse dich auch, Shagohead, Volgen, was auch immer. Ich muss die andere Seite treffen. Habe ich schon verstanden. Dreh dich doch! Du Sack. Danke. Genau, genau, genau. Großartig. Okay. Falsche Richtung. Ja, ich weiß, das kann man schon klüger machen mit dem Drehen. Eieiei, das ist ein Hin und Her, wa? Jetzt dreht er sich in die andere Richtung und ich mach ihn tot. Pass auf. Tschüss, Shagohead!
see yourself as bait? Are you insane? I'm used to this guy. I know how to handle him. Yeah. Oh, daneben. Kann ich laufen? Doch, kann ich. Also, weil ich in den Dingsmodus drücke, zieht das vor. Aua! Scheiß drauf, Alter. Ich weiß nicht, wie ich ihn so richtig treffen soll. Ach so. Aua. Triff mich hier nicht. Finde ich cool. Bringt aber nichts. Ich verstehe nicht, wie ich ihn jetzt getroffen habe. Aua. Ist das kaputt gemacht, der Sack? Kann er wohl hier angehen. Wie leckt da zum Glück gar nicht rum. Jo. Wir kennen viel. Aua. Weil die wirft mir irgendwie Sachen hin, aber ich weiß nicht wo. Oh-oh. Au! Wie übel. Oh. Ich dachte gerade... Oh mein Gott. Dass da irgendwie in den Turm mal rein könnte oder sowas. Eva. Daran bist ganz allein du schuld. Hier ist halt einfach nichts. Ich bin tot. Ah. Aber es war, wir stehen jetzt schon 45 Minuten auf. Eigentlich ist es ja gerade echt spannend. Ich glaube, ich habe damals einfach mal nicht oft genug den Game Over Screen angelassen, deswegen kam jetzt dieses Snake! Na egal. Was steht da? Leute, die Schrift spackt ja ab. Snake is dead. Ich würde sagen, ich bedanke mich jetzt fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Metal Gear Solid 3, vielleicht die letzte. Mal gucken. Ich bin gespannt. Tschüss!